Musik ist für mich wie eine Sprache. Und schon als Baby ist es ganz natürlich, dass du dich mit Tönen ausdrückst. Am Anfang ist es einfach ein emotionaler Schrei, ja. Und dann wird es immer vielschichtiger. Und in der Musik funktioniert es genauso oder in jeder Sprache. Hey, alles gut? Yes. Ja, hast du wieder gemacht, oder? Für mich waren es immer die Sänger, die Stimmen. Michael Jackson, Al Jarreau. Und das hat mich immer oder inspiriert mich immer noch zu sagen, wie kriege ich mit dem Saxophon die Emotionalität, aber auch die Aussagekraft eines Sängers hin. Freundschaft, die inzwischen entstanden ist, seit 8 Jahren bin ich jetzt Teil der Panikfamilie und das ist einerseits eine Riesenehre und andererseits auch eine große Freude und Herausforderung und alles gleichzeitig. Also es ist eigentlich unbeschreiblich, das in Worte zu fassen. 60.000 Leute, diese Energie, ist eine der größten Shows, die es gibt überhaupt. Eine Rockrevue. Udo ist ein unglaublich toller Künstler. Ich meine, er ist eine Legende. Man braucht eigentlich nicht viel sagen. Auch da große Inspiration für mich. Ist ein Mentor, ist ein großer Inspirator für mich. Das Leben ist eine Reise. Ich war jetzt gerade vor 2 Wochen für eine Woche in Afrika. Das hat mich unglaublich bewegt, diese Lebensfreude, obwohl die Menschen wirklich, also aus unserer Sicht betrachtet, so wenig haben. Ja, wir gehören hier zu den 1%, die aus diesem Reichtum schöpfen können. Und den anderen 99% geht es eigentlich nicht so gut. Und das ist eigentlich voll krass, wenn man diesen Unterschied sieht. Aber dann kommst du dahin und hast das Gefühl, da ist aber 99% Lebensfreude und Lebensenergie. Eine ganz besondere Zusammenarbeit, die sich auch ergeben hat, ist mit Yello. Yello weltweit Millionen von Platten verkauft. Ich habe die Musik natürlich schon früher immer gehört. Jeder kennt. Unfassbar. Yello hat vor 3 Jahren dann auch doch zum ersten Mal gesagt, jetzt wollen wir die Live-Experience und stellen eine Band zusammen. Und wie sieht eine Yello-Band aus? Ja, Yello hat immer auch mit Stimmen und mit Bläsern und mit Samples gearbeitet, die dann mit der Elektronik vermischt wurde. Und deshalb ist das Konzept von Yello Live dann alles, was an akustischen Instrumenten da war, Klängen verarbeitet wurde, ist live in der Band und wird auch live gemerged mit der Soundsprache, für die Yello steht. Ich möchte gerne den Menschen mitteilen, wie mein Blick auf die Welt auch zu gewissen Themen ist, die,
die natürlich uns alle bewegen. Mein großer Traum ist es, dass wir irgendwann eine Welt haben, wo es allen Menschen dort, wo sie leben, gut geht. Instrumentenbauer von Selma, die sind theoretisch genauso Künstler wie wir Musiker. Das ist echt noch eine Firma, die aus der Historie kommt. Das ist genauso Kunst, wie mit dem Instrument dann Kunst zu machen. Und das wird bis heute, und das finde ich einfach wahnsinnig toll, werden die Instrumente noch in Handarbeit gefertigt. Am Schluss sogar diese wunderschöne Gravur ist alles handmade und jedes einzelne Teil, jede einzelne Schraube, jedes sowieso klangrelevante Teil, jede Klappe ist handmade. Und das ist für mich das perfekte Horn. Also ich liebe das, weil es wirklich diese ganze Facette drin hat. Es hat die Historie und diese ganze Klangweise, die man von einem Mark VI erwartet. Und es fühlt sich aber an wie ein modernes und sehr flexibles und einfach unglaublich elegantes und auch schnelles Instrument. Ja, das macht alles, was man tun kann. Und ist für mich die perfekte Kombination.